Was haben wir denn da wohl für einen Schlüssel? Komisch. Sieht erstmal alt aus. Jetzt kann man so ein bisschen erkennen den Stern. Ja, dann gehen wir mal gucken, wo der passt. Da steht doch was Schönes. Oder? Der sieht doch gar nicht schlecht aus. Setzen wir uns mal rein. Gestern ist er ein bisschen schlecht angesprungen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie er jetzt anspringt. Probieren wir mal. Ja, der Keilriemen quietscht ein bisschen. Aber wenn er läuft, dann läuft er. Hört sich gar nicht so schlecht an. Ja, würde ich sagen, dann fahren wir den mal kurz rein. So, jetzt guckt sich einer das Auto an. Wer das nicht schön findet, der hat sie für mich nicht alle. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Können wir mal einmal von da angucken. Die Farbe ist Silber. Wie die jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Ja, mit etwas dunkelgrauer Beplankung. Einfach schön. Ein schöner alter Klassiker. Hab auch schon einen Kunden dafür gehabt. Wieder so einen, der meinte, er kriegt ein Auto von 1992. Ja, er meint, dass er wieder ein neues Auto kriegt. Ne, so Leute hat man ja immer. Weil zum Beispiel hier der Vorbesitzer selber so ein bisschen mit der Sprühdose lackiert hat. Also man weiß ja hier, die Kotflügel, die rosten ja immer durch bei den Dingern. Und der fing dann hier schon so ein bisschen an und hat er das selber mit der Sprühdose. Also mich würde es jetzt nicht stören. Ich würde es irgendwann mal lackieren lassen für 150 Euro. Aber dafür mache ich jetzt keinen Affentanz. Er meinte, nee, das kann man ja nicht. Sowas kann man ja nicht. Das ist zu viel Arbeit und dies und das. Scheißegal. Der Vorbesitzer, der hat den so ein bisschen tiefer gelegt. Ne, da sind H&R-Federn drin. Was dem Auto auf jeden Fall richtig gut steht. Ja, die schönen Originalfelgen. Da können wir hinten reingucken. Riesen Kofferraum mit, ich habe hier glaube ich selber noch nie reingeguckt, mit Reserverad, schick, schön, da, H&R, was das soll, weiß ich nicht, der Aufkleber. Schicke Anhängerkupplung. Dann Schiebedach, was auch funktioniert. Ja, also die gehen auch öfter kaputt. Sage und schreibe 278.000 Kilometer drauf, was das Auto aber gar nicht so wirklich juckt. Der Aschenbecher, der wurde noch nie benutzt.
Ja, so ein schönes großes Busfahrerlenkrad. Ja, und dann war es das auch mit der Ausstattung. Wir können ja nochmal vorne reingucken. Also das Auto muss gefahren werden. Der springt morgens ein bisschen schlechter an. Ich kann den nochmal anmachen. Aber sobald der ein bisschen eine Minute läuft, läuft der super. Der fährt sich wie so auf einem Luftkissenboot. Ne? Also das Fahrwerk, das ist nicht hart, das ist weich wie Original. Und also ich finde das einfach ein super Auto. Und wer hier sagt, nee, der ist hässlich oder alte Karre, ja, der hat sie nicht mehr alle. Ne? Man muss die Dinger pflegen. Man muss die bewahren, irgendwann sind sie wertvoll. Ja, jetzt fahren wir mal einfach auf die Bühne und gucken mal weiter. So, jetzt heben wir den mal kurz hoch. Boah. Sieht einfach gut aus. Ja, dann schauen wir mal, heben wir mal hoch. So, bevor wir jetzt ganz hochheben, mal ganz kurz wichtig, wenn man so einen kaufen will, hier sind immer so schöne Kappen drauf, 4 Stück. Und die kann man immer ganz gut abmachen, ne? Und das sind die Löcher für den Wagenheber, ne? Für die Wagenheberaufnahme. Und ja, wenn hier kann man schon reingucken, wenn hier schon nichts mehr ist, wenn er da schon durchgerostet ist, durchgeblüht, ja, dann weiß man. Ich habe jetzt schon, als ich ihn gekauft habe, ich habe alle 4 nachgeguckt, also die sehen alle so aus wie hier, ne? Da ist kein Rost, gar nichts. Können wir jetzt auch wieder zumachen. Und dann können wir ihn mal ganz hochheben. Wenn man vorhat, so ein altes Ding zu kaufen, generell, wie immer bei alten Autos, lässt sich eigentlich nicht vermeiden, das Auto mal hochzuheben und mal drunter zu gucken. Ne? Ja, gucken wir mal hier. Der hat jetzt erst vor 2 Monaten neuen TÜV bekommen. Das heißt, da dürfte ja eigentlich nichts dran sein. Also der Motor ist schon mal trocken, das Getriebe ist trocken. Die Kraftstoffleitung und Bremsleitung, die sehen ja auch ganz gut aus. Der Auspuff, da haben sie oft mit Probleme, dass der Endtopf oder Mitteltopf, dass die abreißen hier oder abrosten. Der sieht aber auch noch ganz schön frisch aus. Hier ist sogar ein Mercedes Stern drauf. Kann sein, dass er sogar einen Originalen gekauft hat. Die Bremsschläuche sehen neu aus. Ja, das Differential ist trocken. Übrigens, hier ist der Sensor für die Geschwindigkeit. Ne, also der Tachogeber. Ja. Also, ich könnte jetzt hier nichts bemängeln. Das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Also ich glaube, ich stelle mir den selber in die Garage.
Ja, was soll ich sagen? Verliert kein Öl, hat keine Rostlöcher. Die Anhängerkupplung ist fest. Tja. Von Bosal. Ja, was soll ich sagen? Also, ich wüsste jetzt nicht, was hier zu bemängeln ist. Ich glaube, da habe ich ein gar nicht so schlechtes Auto gekauft. Ich lasse mal wieder runter. Bremse ist okay. Ein bisschen vertikales Spiel hat Mercedes eigentlich immer. Ne? Ein bisschen muss sein. Ja, hier hat er jetzt so ein bisschen, fängt er jetzt ein bisschen an, hier so ein bisschen zu blühen. Aber das soll ja nicht das Thema sein. Na, sonst super Zustand. Na, die Bremse, die ist auch vor kurzem neu gekommen, ob vorne, ob hinten. Das sieht alles ganz super aus. Bei dem Auto, da hätte ich keine Bauchschmerzen, wenn ich den verkaufe. Da haben wir jetzt gar nichts sauber gemacht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt sein muss, jetzt bei dem Auto so, wer weiß wie, den Motor zu waschen. Das ist einfach ein altes, ehrliches Auto. Können wir noch mal kurz reingucken. Hier hinten alles super gepflegt. Die Kopfstützen, die kann man hochklappen. Und mit dem Knopf vorne kann man so umlegen. Was das soll, weiß ich nicht. Ja, hier riecht es auch richtig 90er Mercedes Geruch. So riecht es hier drin. Tja, was soll ich sagen? Schönes altes Auto. Womit man noch lange Spaß haben kann. Ja, das zu dem Mercedes. Es gibt welche, die wollen für das gleiche Auto 5.000 Euro haben, manche wollen auch 6.000 haben. Bei uns kostet er nur 3,8. Ja. Ist das Auto auch einfach wert. Ja. Der hat fast 2 Jahre TÜV. Ich glaube Juli 2021. Ja. Das war's zu dem Schätzchen. Danke und tschüss.